Warum ermordete Tom Riddle eigentlich seinen Vater und seine Großeltern? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Tom Riddle alias Lord Voldemort und seine Vorfahren. Außerdem geht es darum, warum er beschloss, alle von ihnen grausam zu ermorden. Jeder Bösewicht hat seine eigene Herkunftsgeschichte, in der er auf die dunkle Seite wechselt. Sei es ein Erlebnis oder ein bestimmter Punkt in ihrem Leben, der sie auf den Weg in der Dunkelheit führt. Aber bevor wir mit der dunklen Seite und Lord Voldemort starten, werfen wir einen Blick auf die helle Seite. Bei Instant Gaming bekommt ihr die meisten Spiele, die ihr euch sonst woanders kaufen würdet, einfach günstiger. Und dazu zählt natürlich auch das neue Hogwarts Legacy Spiel. Dieses ist gerade fast um 30% reduziert. Momentan gibt es passend dazu ein Gewinnspiel, bei dem ihr ein Spiel eurer Wahl von Instant Gaming gewinnen könnt. Dafür klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Nun lasst uns aber direkt mit dem Video starten. Wenn es um Lord Voldemort geht, ist es fast komisch daran zu denken, dass der größte dunkle Zauberer, der je auf Erden wandelte, einst ein kleiner Junge war, der alleine in einem Waisenhaus zurückblieb und von seinen beiden Eltern verlassen wurde. Und ja, ich schließe seine Mutter mit ein, die die Liebe zu ihrem Sohn nicht genug war, um sie am Leben zu halten, ohne die Beteiligung seines Vaters. Jahre später, als Tom ein Teenager war und seine Familie mütterlicherseits ausfindig machte, ermordete er sie alle. Sein Vater, sein Großvater und auch seine Großmutter. In unserem heutigen Video werden wir uns anschauen, warum diese Morde so persönlich für ihn waren und vor allem, warum er es wirklich genoss, sie alle zu töten. Voldemort hatte im Grunde den schlimmsten Start im Leben, den man sich nur vorstellen kann. Er war das Produkt einer einseitigen Liebesbeziehung, bei der sein Vater gegen seinen Willen festgehalten wurde. Dies hat dazu geführt, dass Voldemort, weil er weder in Liebe geboren noch empfangen wurde, er die Liebe und die Macht der Liebe nie wirklich verstanden hat. Es ist fast so, als wäre er von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Es ist eine Art Kontrast zu Harry Potters Geburt, der von Anfang an der Auserwählte war. Tom hat sein ganzes Leben lang alles in Frage gestellt. Er wusste, dass er etwas Besonderes ist, aber er wusste nie warum. Erst nach seinem Treffen mit Albus Dumbledore hat er endlich verstanden, dass er magisch war und sein Leben sich verändern sollte. Das heißt aber nicht, dass er alles vergessen hat, was er durchmachen musste. Er hatte niemanden, wuchs allein in einem Waisenhaus auf und war sehr verbittert über die Welt, die er tyrannisierte. Er erschreckte routinemäßig andere Kinder im Waisenhaus und erst in Hogwarts dann begann er sich seiner wahren Persönlichkeit anzunehmen. In Hogwarts entdeckte Tom dann seine wahre Herkunft. Es ist kein Geheimnis, dass Tom glaubte, dass sein Vater der magische Elternteil war, denn er wurde darüber informiert, dass seine Mutter kurz nach seiner Geburt starb. Er dachte, dies sei ein Zeichen von Schwäche, was einem magischen Wesen niemals widerfahren würde. Deshalb hätte er nicht geglaubt, dass seine Mutter magisch war. Es widerte Tom an, als er herausfand, dass es genau andersrum war. Der Tod war eine Schwäche, der Tom niemals erliegen wollte. Er durchsuchte den Trophäenraum von Hogwarts und suchte in den Akten nach einem Hinweis auf seine wahre Herkunft und hoffte insgeheim, dass es doch andersrum war, aber ohne Erfolg. An diesem Punkt akzeptierte er schließlich, dass seine Magie aus der Linie der Familie Gaunt stammte, einer der ehemals renommiertesten zaubernden Namen seit die Aufzeichnungen begannen. Erst durch den Besuch der letzten Generation der Gaunts erfuhr er von der Seite seines Vaters, von der Muggelseite. Morphin Gaunt flüsterte Tom zu, dass er einem gewissen Riddle ähnlich sehen würde. Welche Muggel, sagte Riddle scharfsinnig. Dem Muggel, den seine Mutter bzw. Morphins Schwester verzaubert hatte. Du siehst genauso aus wie er, Riddle. An diesem Punkt hatte Tom alle Informationen, die er brauchte, um herauszufinden, dass sein Vater tatsächlich der Mann war, der auf der anderen Seite des Weges wohnte. Und vor allem, dass er der Mann war, der seine schwangere Mutter verließ und ihn in einem Waisenhaus leben ließ. Er hatte bereits eine Abneigung gegen Muggel gehabt und nun die Tatsache, dass sein Vater einer war, zusätzlich zu seinem Verhalten gegenüber Tom. Niemals suchte er ihn auf oder zeigte irgendwelche Anzeichen von Interesse und das bestätigte Toms Hass für die Muggelrasse. Nun wird es hier ein wenig grau, weil niemand wirklich weiß, was während der Konfrontation vor sich ging. Es gibt keinen aufgezeichneten Dialog, also kann ich nur annehmen, dass es sehr schnell ziemlich hitzig wurde. Tom könnte seinem Vater die Chance gegeben haben, sich zu erklären, aber das hätte ihn trotzdem nicht davon abgehalten, seine Meinung zu ändern, ihn zu töten. Ich denke, er kannte die selbstgefällige Persönlichkeit seines Vaters und hat ihn deswegen schnell ermordet.
Es ist durchaus möglich, dass er seine Mutter beleidigt haben könnte oder sogar Tom gesagt hätte, dass er behauptet hätte, bei ihr zu bleiben. Tom hätte das natürlich alles nicht so gesehen, sonst wäre er ja noch am Leben. Tom wusste immer, was andere nicht wussten, besonders wenn es um Magie ging, aber es ist erwähnenswert, dass es nicht nur die Magie war. Seine Familie hatte wirklich gar keine Ahnung. Seine Familie hatte keine Ahnung, dass sie gleich sterben würden, während sich Tom die Zeit für den richtigen Moment, um ihr Leben zu beenden, aussuchte. Und er tat es dann schließlich auch. Es war ein extrem befriedigender Moment für ihn, denn es war nicht nur die Rache an seinem Vater, sondern er hatte soeben seine in seinen Worten dreckige Familienlinie ausgelöscht und damit auch seine Verbindung zur Muggelrasse. Alles, was auch nur im Entferntesten in der Nähe von Muggeln war, war nun vollständig verschwunden und Tom war frei, um sein eigentliches Ziel fortzusetzen. Er änderte seinen Namen in Lord Voldemort, sein letzter Schritt weg von seinem früheren Ich. Ich habe bemerkt, dass obwohl er es immer genoss zu töten, es doch immer irgendwie strategisch war. Jeder, der ihm in die Quere kam, wurde beseitigt und dann vergessen. Es war nicht wirklich persönlich, bis zu seinem Vater und seinen Großeltern. Dort wurde es sehr persönlich. Er nahm so viel Befriedigung daraus und ich glaube, dass viele gar nicht wissen, wie persönlich diese Morde eigentlich für ihn waren. Sie waren der letzte Schritt, bevor er sich komplett in Lord Voldemort verwandelte. Selbst nach dem Tod seines Vaters hatte er immer noch keinen Respekt für ihn. Er entweihte das Grab, um an den Körper seines Vaters zu gelangen und Knochen für den Wiedergeburtstrank zu verwenden. Das ist also mein Video darüber, warum Tom Riddle es so genoss, seinen Vater und seine Großeltern zu ermorden. Der Zweck dieses Videos war es zu verstehen, dass Voldemort auch eine persönliche Agenda zu bewältigen hatte und nicht nur sein Ziel, die Zaubererwelt zu beherrschen. In seinen früheren Tagen hatte er persönliche Probleme und diese Morde waren extrem wichtig für ihn, denn sie symbolisierten seine Ablehnung von allem, was seine Muggelseite betrifft. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.